Lehm. Ganz schön trocken. Ich war mit dem Bau der Basilen nicht einverstanden. Gezeichnet Remi Nepo. Ich war mit dem Bau der Basilen nicht einverstanden. Gezeichnet Remi Nepo. Dazu fällt mir nichts ein. So viel zu sehen. Lehm. Ganz schön trocken. Der Lehm ist zu trocken, um ihn zu formen. Eine Lehmnase. Sieht aus wie ein Horn. Den Nasenschoner brauche ich hier glücklicherweise nicht. Ernsthaft? Zu weit weg. Geh da lieber nicht zu nah dran. Da vorne ist es viel zu windig für dich. Hallo, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Meinst du nicht, dass es gerade ein ungünstiger Moment ist? Nein, wenn wir länger warten, ist es vielleicht zu spät. Ich kann euch hören. Warum antwortest du dann nicht? Bis gleich und immer optimistisch bleiben. Ich glaube, das kommt zu spät. Das war doch jetzt geraten, oder? Hier, riech mal. Hier, riech mal. Hier, riech mal. Danke, ich kaufe nichts. Wie soll mir das helfen? Das wird nicht klappen. Passt wie angegossen. Aber den Schoner brauche ich noch. Warum sollte ich das versteinern wollen? Da steht etwas drauf, auf das ein Wunder geschehe. Vierblättrige Kleeblätter. Toll! Mm-hmm.
Willkommen in Alt-Aspen. Das sieht bröselig aus. Das ist zu schwer für mich. Das ist eine abgebrochene Steinspitze. Das müsste klappen. Willkommen in Alaspen. Willkommen in Alaspen. Für irgendetwas ist das sicher gut. Das sieht aus wie Noten. Ob ich die spielen kann? Das sieht aus wie Noten. Es wird schon einen Grund geben, warum das hier ist. Laura weiß, was damit zu tun ist. Ich spreche da nur was drauf, wenn es absolut nötig ist. Ich muss unbedingt mit meinem Vater sprechen. Den gleichen Ring gibt es in der Dynastie. Die Flötennasen scheinen früher nicht nur im Wald gelebt zu haben. Die Sage vom Einklang ist also wahr. Es dreht sich ganz langsam. Anschubsen bringt da nichts.
Glück hilft mir hier nicht weiter. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das mache ich nicht. Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Soll ich das nicht lieber für dich machen? Der Hut der Figur am Stadttor. Nein, ich trau mich nicht. Jetzt ist nicht die Zeit, einen Anrufbeantworter zu erfinden. Gerne. Und jetzt zeigt, was ihr drauf habt. Kommt alle zum Marktplatz, so hört die Wahrheit über die Basilen. Ich glaube, es kommt keiner. Entmutige ihn nicht gleich. Er hat doch recht. Ich hab getan, was ich konnte. Jetzt müsst ihr Emil besiegen. Danke. Ohne eure Vorarbeit wären wir gar nichts. Können wir jetzt gehen? Das Startmodul scheint intakt zu sein. Da komme ich nicht ran. Mist, die Memo-Muschel ist zerstört. Jetzt hört der Basil nicht mehr auf Befehle. So oder so bräuchte ich den Aktivierungssatz, damit er auf meine Stimme hört. Ein Zauberwort? Wie wär's mit Bitte? Ach, Flötennase, ich würde wirklich gerne in einer Welt leben, in der du König wärst. Wo sollen wir den Satz jetzt herbekommen? Mein Vater weiß ihn.
Der hat diese Monsterviecher schließlich für Conroy konstruiert. Nur weil er dich schützen wollte. Ja, und deswegen sitzt er jetzt bei Emil im Knast und muss wahrscheinlich die nächste schreckliche Waffe konstruieren. Ich wünschte, ich könnte mit ihm reden. Mama Dola hat ja auch mit mir über die Ferne gesprochen. Vielleicht kann sie auch Kontakt mit anderen herstellen. Wie mit deinem Vater zum Beispiel. Robert, das ist genial. Wir müssen sie herholen. Danke. Um den Basilen zu reparieren. Und den letzten Windmönch zu finden. Geh da lieber nicht zu nah dran. Ach ja, Kühlflüssigkeit. Glänzt zwar schön, aber färbt auch ohne Ende. Zu kurze Arme. Überflüssige Deko. Das glänzt doch hervorragend. Dankeschön. Ich reiße es auseinander. Dann hast du etwas für deine Mähne und deinen Schweif. Dankeschön. Kannst du das vielleicht gebrauchen? Ja, das ist ein tolles Horn. Darf ich dich kämmen? Mit der? Na gut. Hey, ich habe eine Kugel in deinem Fell gefunden. Meine Bingo-Kugel. Bitte gib sie mir. Laura weiß, was damit zu tun ist. Ich spreche da nur was drauf, wenn es absolut nötig ist. Eine Memo-Muschel. Man kann Sätze darauf aufnehmen. Ich war mit dem Bau der Basilen nicht einverstanden. Gezeichnet Remi Nepo. Hallo, ich habe ein paar Fragen für euch. Danke, immer her damit. Auf Wiedersehen. Beehrt uns bald wieder. Nein, das bringt nichts. Darf ich mein Pendel zu den Wundertüten befragen? Sicher. Ich möchte genau diese Wundertüte hier vorne kaufen. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Ein Hufeisen sieht eher wie ein Magnet aus.
Ihr habt ja wirklich das Hufeisen gewonnen. Sieht eher aus wie ein Magnet. Glück hilft mir hier nicht weiter. Kannst du das vielleicht gebrauchen? Okay, jetzt sieht mein Glückshuf richtig Hammer aus. Danke, Leute. Wuhu! Ich werde den Bingo-Ball so hart treten, dass die Enkelkinder vom Ansager nach der Zahl benannt werden. Die anderen Pferdchen werden sterben vor Neid. Sie werden geblendet sein von meiner Mähne. Sodass ihnen die Augen wegkokeln und die Haare ausfallen. Und dann bin ich das einzige Bingo-Pferd. Und die anderen sitzen hier und sehen richtig hässlich aus und dürfen nicht mitspielen. Wir haben ein Monster erschaffen. Ja, aber ein hübsches, funkelndes. Die Bingo-Party scheint vorbei zu sein. Zu weit weg. Ah, Kinder, ich hab schon auf euch gewartet. Ihr seid die Frau aus meiner Vision. Ich freue mich, dich hier wohlbehalten anzutreffen. Und wer ist deine Begleiterin? Ich bin Laura. Seid ihr ein Paar? Nope. Sollten wir nicht lieber erstmal Asposien retten? Du wirst allein sterben. Ach, jetzt auf einmal. Wir suchen den letzten Windmönch. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Das Kloster ist hier ganz in der Nähe. Aber ich muss euch warnen, der Eingang ist kaputt. Oh nein, wieso das denn? Ich möchte ja nicht sagen, dass ich ihn kaputt gemacht habe, aber bei einem meiner Kräuterexperimente mit dem Fernsprecher gab es eine Verpuffung. Wie? Woher soll ich das wissen? Dieser Kräuterlikör hat mir jede Erinnerung geraubt. Und wie kommen wir dann da rein? Kann ich die Tür vielleicht auflöten? Tut mir leid, Junge, so funktioniert das hier nicht. Oh nein. Ja, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Braucht ihr eigentlich den kaputten Basil auf der Klippe noch? Ich denke, wenn ich Emil beweisen könnte, dass die Viecher nicht echt sind, könnten wir so die Hinrichtung verhindern. Genau. Und wenn ich dann den Windmönch finde, ist Asposien wieder sicher. Fang jetzt nicht wieder damit an. Also, alte Frau, kann ich den Basilen haben? Natürlich. Der liegt hier eh nur im Weg herum. Du kannst ja versuchen, ihn wieder zum Fliegen zu bringen. Das Startmodul habe ich schon eingesetzt. Die Stabilisierer scheinen auch zu laufen. Mir fehlt nur der Satz für die Sprachaktivierung. Wenn ihr Hilfe braucht, dann sagt mir Bescheid. Das werde ich. Danke. Das ist Mama Dola. Sie riecht nach Alkohol, Rheumasalbe und Reuelosigkeit. Hallo? Na, wie kann ich euch beiden helfen? Wisst ihr, wo ich den letzten Windmönch finden kann? Natürlich. Ich habe die kleinen Mistkerle jahrhundertelang großgezogen. Es gibt ein Kloster. Tief in den Schippenbergen, hinter diesem fest verschlossenen Tor liegt es, versteckt vor der Außenwelt. Aber, und das ist wichtig, mein Junge, den Weg musst du ganz allein finden. Warum ich? Warum nicht? Ha! Ich finde den letzten Windmönch also in einem Kloster in den Schippenbergen. Ganz genau. Aber die Tür ist mittlerweile etwas ramponiert.
Die kriegen wir schon auf. Das ist die richtige Einstellung. Alle Flötennasen werden verfolgt. Die Leute hassen uns richtig. Wie konnte es nur so weit kommen? Alles Emils Schuld. Ach, mein Junge, die Leute hassen euch nicht. Die Leute haben nur gerne gemeinsame Feinde. Das ist wie ein gemeinsames Hobby. Wenn du anfängst, dich zu fragen, was mit dir selbst nicht stimmt, dann führt das zu echtem Hass. Ich glaube, es gibt kein Gefühl, bei dem es mehr um das eigene Herz geht. Ich hasse Emil. Dieser Emil-Typ scheint mir ein sehr wütender Mensch zu sein. Ja, traurige Geschichte. Wir müssen die Verfolgung stoppen. Die einzige Möglichkeit ist, Emil aufzuhalten. Glaubt ihr, dann hört der Hass einfach auf? Ach, ihr kennt doch die Asposa. Lass ein paar Wurzelbier und ein paar Tage ins Land ziehen und die Sache landet vergessen in irgendeinem Geschichtsbuch, das am Ende doch keiner liest. Wart ihr die Erscheinung, die ich gesehen habe, nachdem ich entsteinert wurde? Wie habt ihr das gemacht? Oh, eine gute Zauberin verrät nie ihre Tricks. Sagen wir einfach, ich weiß, wie man mit Leuten redet, die weit weg sind. Oh, woher könnt ihr das? Ich weiß noch, dass ich bei einer verrückten alten Schachtel in die Leere ging. Danach ist alles eine verschwommene Wolke aus Kräutern, Lagerfeuern und Wurzelbier. Klingt nach Spaß. Oh, den hatten wir. Ist es nicht ein wenig einsam hier in den Bergen? Och, ich bin oft in der Stadt und außerdem kann ich ja Ferngespräche führen. Die Basilen waren nie echt, oder? Um Gottes Willen, nein. Die Dynastie war echt und die Windmönche. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, von denen ihr nie erfahren werdet. Aber die Basilen sind so erfunden wie mein Alter. Das müssen wir Emil beweisen. Wenn ich das Ding repariert kriege und zu ihm bringe, muss er uns glauben. Ein guter Plan. Der Basil wird Emil die Wahrheit beweisen. Ich hoffe nur, er hört dir dann auch zu. Keine Sorge, ich habe Methoden. Hervorragend. Hast du mal überlegt, bei mir in die Lehre zu gehen? Was hätte ich davon? Freibier. Ich denk drüber nach. Was bedeutet das? Du kannst Kontakt herstellen? Siehst du dieses schicke Dosentelefon da drüben? Ich brauche ein paar Sachen. Wenn du mir einen Glücksbringer, was Brennbares und was Persönliches von deinem Vater bringst, dann kann ich eine Verbindung zu ihm aufbauen. Stopf es einfach in die Dose. Muss es ein bestimmter Glücksbringer sein? Ach Kind, mach keine Wissenschaft draus. Es ist nur einfache Zauberei. Nimm irgendwas, das Glück bringt. Stopf es in die Dose und zack, Ferngespräch. Muss es etwas Bestimmtes sein? Irgendwas, das ein ordentliches Feuer anfacht. Ich mag, wie ihr denkt. Was Persönliches? Genau.